Sarah Deberit, Sie sind heute hier mit Bayern München in Köln. Wie ist das gelaufen heute, das Spiel? Ich denke, am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan. Köln ist ziemlich tief gestanden. Da mussten wir uns erstmal Wege suchen, da durchzukommen. Und ich denke, im Laufe des Spiels ist es dann immer besser geworden, haben uns viele Torchancen erspielt, hätten die aber dann noch konsequenter nutzen müssen bzw. besser ausspielen müssen. Aber ich denke, mit einem 2:0 können wir insgesamt zufrieden sein. Sie haben wie im ersten Spieltag wieder ein Tor gemacht, jetzt schön 3. Wie fühlt das an? Es ist natürlich schön, dass ich treffe. Der Ball kam gut von Lisa in die Mitte gespielt und dann hatte ich viel Raum und habe gedacht, ich ziehe einfach mal ab. Ja, ich bin froh, dass wir heute 3 Punkte mitgenommen haben aus dem Spiel und ja, es kann weitergehen jetzt. Ja. Nächste Woche ist schon ein Topspiel gegen Wolfsburg. Sie haben auch gewonnen heute. Wie sehen Sie das, das Spiel von Freitag? Ja, gegen Wolfsburg wird natürlich wieder ein sehr schweres Spiel. Wolfsburg ist eine Top-Mannschaft. Wir haben jetzt beide 6 Punkte und ja, in dem Spiel nächste Woche werden beide Mannschaften alles geben. Es wird ein harter Fight und ja, mal schauen, wer dann gewinnt. Ja, Sie kommen über von Freiburg. Ist das alles anders in München? Ja, in Freiburg konnte ich mich super weiterentwickeln. Ich bin da hingegangen als junge Spielerin und ich wollte jetzt einfach in Bayern mich fußballerisch noch mehr weiterentwickeln in einer Top-Mannschaft, die auch oben mitspielt. Und ja, ich denke, da habe ich mir einen guten Verein dafür ausgesucht. Ja, dann haben Sie auch die WM mitgemacht in Kanada. Mhm. Wie war das für Erfahrung? Ja, die WM war eine super Erfahrung. Ich konnte dort wichtige Erkenntnisse sammeln und vor allem, ja, es ist einfach ein Turnier auf höchstem Niveau und da entwickelt man sich einfach weiter als Spielerin, auch wenn wir nur Vierter geworden sind. Man konnte sich viele Sachen lernen, viel mitnehmen und es war insgesamt eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Und dann für diese Saison, was träumen Sie von Meister werden, Champions League? Ja, das sind Ziele, die noch sehr weit weg sind. Wir wollen natürlich in all 3 Wettbewerben so lange wie möglich vertreten sein und gut präsentieren. Aber jetzt zählen erstmal die nächsten Spiele, das Spiel nächsten Freitag gegen Wolfsburg. Und da ist erstmal wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren und von Spiel zu Spiel schauen. Okay, danke schön, viel Spaß, viel Glück.